Schönborn über Ihren Dienstplan sprechen. Er hat wahrscheinlich wieder die ganze Nacht an seiner Unvollendeten gesessen. Da könnten wir uns mal alle von der neuen Fassung Ihrer Arbeit überraschen lassen, was? Vor allen Dingen Sie. Wie wär's mit Kino später? Was wollen wir denn sehen? Das große Fressen fände ich passend. Das Ende der Zärtlichkeit. Dich passender fürs Wochenende. Das klingt nach was für Mädchen. Nee, ich hab schon was vor. Und? Wie sieht sie aus? Weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht? Blind Date. Ich hab die beim Chatten kennengelernt. Dann mach dich schon mal auf einen pickligen Milchpulli gefasst, so um die 14. Schön. Das sieht ja alles sehr schön aus. Und? Wie fühlen Sie sich ohne Gartenblasen? Ich kann nicht sagen, dass ich das lästige Luder besonders vermisse. Im Gegensatz zu einem saftigen Steak. Das kann ich Ihnen vorerst leider nicht ersparen. Hallo Hans. Hallo. Na, wie geht's dir? Die besten Genesungswünsche von allen und alles Gute zum Dienstjubiläum. Das nehmt ihr am besten gleich wieder mit. Herr Wolfer ist noch auf Schonkost gesetzt. Die Versuchung wäre wohl etwas zu groß. Darf ich vorstellen? Das ist Herr Dr. Rixen, der hat mich unter dem Messer. Und das sind meine Kollegen Jenny Berlin und Volker Brehm. Freut mich. Hallo. Was musste ich denn ausfressen, dass Sie sich näher mit mir beschäftigen? Unter Mord läuft bei mir normalerweise nichts. Und als kleiner Sittenstrauch schon gar nicht. Redet hier vom Kleinen. Herr Brehm? Herr Doktor, können Sie bitte mal kommen? Ich werde mir Mühe geben. Also wo steckt jetzt dieser Dr. Dings da? Er hat Dienst frei heute. Kapieren Sie das endlich? Eine Krähe hackt der anderen wohl kein Auge aus, was? Ihr Wichser, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Was glaubst ihr so? Verpisst euch besser! Lassen wir euch ja auch krepieren wie mein Bruder. Die Station zu verlassen auf der Stelle. Nicht so mit mir, ja? Wo ist jetzt dieser Scheißkerl, der sich scheiß an uns gibt? Ich rede mit diesem aufgeblasener Weißkittel. Sie kennen das sicher. Entweder Sie verlassen diese Klinik jetzt freiwillig oder wir nehmen Sie fest wegen Hausfriedensbruch. Ist ja schon gut. Also, was ist jetzt? Ist ja gut. Lassen Sie gehen auf Ihre Zimmer. Wenn du mal einen anständigen Job suchst, dann kommst du zu mir. Hm? Ich kann immer mal einen Rauschmeißer gebrauchen oder vielleicht sogar auf der Bühne. It's your choice. Abflug. Danke. Man kann sich seine Patienten leider nicht aussuchen. Vielleicht kann ich mich mal revanchieren. Entschuldigen Sie bitte diese Störung. Jetzt können Sie alle. Du hast vielleicht einen Schlag bei den Männern im Moment. So, Abflug. Ich muss noch Blumen kaufen. Gute Besserung. Ja, Brehm. Du bist. Was muss denn das sein? Nein, das kann jetzt wirklich mal jemand anders übernehmen. Ja. Ja, ich weiß. Ich hasse dich. Wo war das nochmal? Du musst Volker sein, nicht wahr? Tschüss. Dann bist du Gesine? Ja, mein erstes Blind Date. Meins auch. Ja. Und? Enttäuscht? Nee, total erleichtert. Ist irgendwas?
Es ist wirklich blöd. Ich muss weg. Gibst du mir deine Nummer? Ich muss zum Einsatz. Bei der Kripo. Ehrlich? Ja. Gibst du mir deine Nummer, bitte? Ja, ich ruf dich an. Bitte. Ja, gut. Warum ich den Shift? Ja? Fünfte Etage. Passen Sie gut auf Sie auf. Aber schmeckt das? Man kann es auch übertreiben mit dem Strom sparen. Als habe ich das Ende vom Film verpasst. Frag mich mal, was ich verpasst habe. Abend. Frank Hellmann, 31. Assistenzarzt am Universitätsklinikum Nord. Wahrscheinlich ist er erschlagen worden. Mit tödlicher Sicherheit sogar und einem stumpfen Gegenstand. Guten Abend, Frau Berlin. Abend. Uniklinikum Nord? Da waren wir doch vorhin. Sieht alles so aus, als ob er den Täter selbst in die Wohnung gelassen hätte. Es gibt überhaupt keine Kampfspuren. Wen haben wir denn da? Ist ein Zeuge sozusagen. Judy, bleib bei mir. Sie fühlt sich hier nicht wohl. Müssen wir noch lange bleiben? Sie waren also bei Herrn Hellmann zum Essen eingeladen. Ja, ich wollte ihm Judy zeigen. Frau Lukas arbeitet als Tierpflegerin bei Hagenbeck. Und dann darf man einfach so einen Affen mit nach Hause nehmen? Ein Gibbon ist das. Ja, darf ich. Woher kannten Sie Herrn Hellmann? Aus der Klinik. Meine Oma lag bei ihm auf Station. Er hat sich wirklich um Oma gekümmert. Nicht so wie die anderen da. Wie die anderen Ärzte, meinen Sie? Er macht sowas. Sie hatten also keinen Schlüssel für die Wohnung hier? Nein, das habe ich doch schon erzählt. Die Tür war offen. Und dann haben Sie ihn gefunden. Hast du mein Taschentuch? Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Haben Sie jemanden gesehen? Frau Lukas? Da war jemand im Treppenhaus. Ein Mann. Er ist uns entgegengekommen. Im vierten Stock. Uns? Judy und mir. Der hätte also auch aus dieser Wohnung hier kommen können. Können Sie ihn beschreiben? Das Licht ist ausgegangen. Ich habe nur einen Schatten gesehen. Mich hättest du auch fast hingehauen, so duster ist es da. Können wir jetzt gehen? Ja, ich... Sie muss mal. Ich lasse Sie beide am besten nach Hause fahren. Oder? Schläft sie heute bei Ihnen? Ja. Oh, ist ja schwer. Das wird nichts. Moment, so geht das nicht. Wie gut waren Sie eigentlich mit Herrn Hellmann befreundet?
Los, hoch, Captain Törsmann. Wir haben uns ab und zu getroffen. Los geht's. Aber nicht so, wie Sie denken. Wie denke ich denn? Wir hatten nichts miteinander. Wir waren Freunde, einfach so. So, was wird's geben? Das gibt's ja nicht. Was macht ihr denn da einfach geradeaus, raus? Kann doch nicht so schwer sein. Vielen Dank. Ja, sowas gibt's. Rosa. Was war denn? Ach, Riesentür überkommen mit der Kiste. Und was mochten Sie besonders an Herrn Hellmann? Langsam, langsam, langsam. Dass er Tiere mochte. So wie Sie. Auf Wiedersehen. Unten wartet ein Kollege auf Sie, der wird Sie nach Hause bringen. Der Kollege hat zwischen 18 und 20 Uhr das Zeitliche gesegnet. Wann will unsere süße Affenmutti ihn denn gefunden haben? Gegen 7, sagt sie. Da könnte er theoretisch auch noch gelebt haben, oder? Pharmakologie und Toxikologie. Ja, wahrscheinlich hat er an seiner Doktorarbeit geschrieben. Pharmakotherapie. Antibiotikatherapie. Gibt's hier keinen Aschenbecher? Doch. Den haben die Spurensichere schon eingepackt. Wahrscheinlich die Tatwaffe. Rauch kann tödlich sein. Hat sich aber in Ärztekreisen noch nicht so rumgesprochen. Was? So ein zierliches Mädchen hätte die überhaupt die Kraft dazu gehabt. Einen tödlichen Schlag mit so einem Ding. Wenn du denkst, was du denkst, dann denkst du nur, du denkst in der Mädchen. Juliane Verdi? Das müsste eigentlich vor ihrer Zeit gewesen sein, oder? Nee, so viel Kraft braucht das nicht. Dieses schwere Ding hier hat ihn von hinten getroffen. Ja, ich bin's wieder. Meiner Meinung nach völlig unvorbereitet. Ja, das ist das dritte. Dann muss ich die Nummer wirklich falsch notiert haben. Ich weiß, wie spät es ist. Es tut mir, es kommt nicht wieder vor. Entschuldigung. Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend? Kommen Sie mit? Wohin? Werden Sie schon sehen. Danke, ich bin müde. Schade. Naja, vielleicht sind Sie ein andermal nicht so ein braves Mädchen. Hier. Meine Privatnummer. Junge, geht die ran. Ja, guck mal, das ist doch eindeutig eine 9, oder? Was? Das ist doch eine 9. Ich hatte eigentlich gehofft, Sie unter erfreulicheren Umständen wiederzusehen. Sie hat Ihnen doch gesagt, unter Mord geht bei ihr nichts. Es tut mir leid, viel kann ich Ihnen über Herr Hellmann nicht erzählen. Er war ein sehr genauer, fast schon akribischer Kollege. Ich habe ihn mehr in der Forschung gesehen als in der täglichen Patientenarbeit. Er war, wie soll ich sagen, ein eigentümlich verhaltener Mensch. Ganz anders als zum Beispiel Sie. Über sein Privatleben wissen Sie nichts? Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt eins hatte. Familie hat er jedenfalls nicht. Beide Eltern tot, keine Geschwister. Dieser kleine Tumult bei Ihnen auf dem Flur. Hat das irgendwas mit Hellmann zu tun? Können jetzt nicht einfach... Wisst ihr, wer das... Entschuldigen Sie, Herr Doktor, aber Herr Wolfer ist einfach... Schon gut, Schwester Inge. Wisst ihr, wer das gestern war? Bob. Der Bruder von Mark Seitz. Was? Dem gehört doch das Dollhaus. Der ist doch eine bekannte Kiezgröße. Wahr. Wieso wahr? Weil er vor 3 Tagen bei uns auf der Station verstorben ist. Nach einer Gallen-OP, wie bei mir. Hellmann hatte Dienst in dieser Nacht. Ich glaube, das beantwortet Ihre Frage von eben. Wir haben Herr Seitz eine Woche stationär behandelt. Alles verlief komplikationslos, bis seine Thromboembolie auftrat. Ich kann Sie nur beruhigen, sowas passiert äußerst selten. Man kann Hellmann keinen Vorwurf machen. Das scheint der Bruder von Herrn Seitz aber anders zu sehen. Ärger mit Angehörigen ist in unserem Job nicht sehr selten. Aber jetzt muss man auch noch um sein Leben fürchten. Herr Professor Schomburn, mein Vorgesetzter. Freut mich. Hat Dr. Rieksen Sie nicht dienstunfähig geschrieben, Herr Wolfer? Ich hoffe, Sie werden alles unternehmen, dieses unerhörte Verbrechen zu klären. Es ist wirklich eine Schande. Der junge Mann stand kurz vor seiner Promotion. Diesbezüglich wollte ich mit Ihnen noch kurz reden, Rieksen. Und Sie, ab ins Bett, keine Widerrede. Man ist 25 Jahre im Dienst und wird behandelt wie ein Kleinkind. Moment mal. Habt ihr den gesehen? Ja, was willst du? Du hast ein Mehrbettzimmer. Wir werden da schon zusammenraufen. Schwester Inge? Ja?
Den können Sie doch nicht auf mein Zimmer legen. Wieso denn nicht? Der Herr Schweiger macht doch einen sehr netten Eindruck. Wissen Sie, wer das ist? Den habe ich in meiner Zeit beim Einbruchsdezernat mindestens dreimal eingeloggt. Ach ja, mir hat er erzählt, er hat einen Schlüsseldienst. Ab ins Bett. Keine Widerrede. Hallo? Entschuldigung. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht kein richtiger Zeitpunkt für sowas, aber ich habe eine Einladung bekommen, zu der ich Sie gern mitnehmen würde. So. Und als was? Das werden Sie schon sehen. Keine Angst, wir sind nicht alleine. Ich hoffe, Sie haben Dienst frei. Kommen Sie zu mir danach? Sind mindestens 300 Jahre Knast versammelt. Und genauso viele Silikonimplantate. War schon klar, dass ihr Gestalten jetzt bei mir auftauchen werdet. Aber ich hatte gehofft, dass ich wenigstens meinen Bruder noch in aller Ruhe unter die Erde bringen kann. Vor allem dir habe ich ein bisschen mehr Stil zugetraut. Kleiner. Für Sie. Oh. Was wir wissen wollen, können Sie sich denken, oder? Ich habe ein bisschen was für meine Kondition getan gestern Abend. Zeugen? Ich sagte doch Kondition. Mit Angelique. Ah, mit Angelique. Zwischen 17 und 19 Uhr, ja? Da sind wir gerade mal warm geworden. Übrigens, sie kann auch sprechen. Wir wissen, was sie sagen wird. Aber nicht in was für einem süßen Akzent. Charlie? Ich brauche ein Foto von Seitz. Mein Typ wär's ja nicht. Meiner auch nicht. Paula, bringt dir was Schönes zu fressen. Gleich haben wir's. Ich kümmere mich jetzt ein bisschen um Paula. Seit ihre Oma tot ist, hat sie ja niemanden mehr. Ich habe keine Kinder. Außer diesen Unholden hier. Na? So. Hallo. Hallo. Die Kommissarin hat noch ein paar Fragen. Ich muss vielleicht zum Mogli ausmisten. Es dauert nicht lange. Woher kommt er eigentlich? Sie. Genau wissen wir es nicht. Ist vermutlich auch ein Waisenkind. Sie lag halb tot in einer kleinen Holzkiste im Hamburger Flughafen. Illegaler Tierhandel. Und die Gibbons sind die am meisten bedrohten Menschenaffen der Welt. Mogli. Der tut ihm nichts. Der will nur was zu fressen, ne, Mogli? Ja. Dasha? Sie sind unsere einzige Zeugin, Paula. Und Sie haben doch sicher auch ein Interesse daran, dass der Mörder von den Helbern gefunden wird. Immerhin waren Sie mit ihm befreundet. Ich weiß, es ist schwer, wenn man jemanden beschreiben muss. Es reicht, wenn man ihn nur so kurz gesehen hat. Und im Dunkeln. Könnte das in meinem Treppenhaus gewesen sein?
Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Aber Sie sind sicher, dass es ein Mann war? War der nicht heute Mittag in der Zeitung? Hier, das wollte ich Ihnen noch mitgeben. Da steht alles drin über unser Gibbon-Projekt. Wir können wirklich jeden Cent für unser Waisenhaus auf Sumatra gebrauchen. Ja, das können wir wirklich. Hier, die Kontonummer steht auf der Rückseite. Ich habe noch eine Frage, Paula. Wie oft hast du dich mit Herrn Hellmann getroffen? Ein-, zweimal die Woche? Vielleicht. Und was, glaubst du, mochte er besonders an dir? Außer den Tieren? Nichts. Aber Jenny, warum sollte das Mädel lügen? Ich weiß nicht. Nein, der Volker ist noch nicht hier. Ich muss auf. Na? Wir haben doch nicht etwa heimlich mit dem Handy telefoniert. Nein, das haben wir nicht. Wir wissen doch, dass das ganz schrecklich doch verboten ist. Na, da sind wir ja zufrieden. Hier, Ihre Antibiotika. Los, runter damit. Na, mit so einem kurzen Rock würde ich aber nicht auf eine Beerdigung gehen. Aber leisten könnten Sie sich das schon. Schwarz steht mir nicht. Hallo Hans, alles klar? Ja, bis auf die Blutwerte. Ich hab den armen Hellmann ja noch angerufen, nachdem dieser Kerl hier diesen Aufstand gemacht hat. Ach. Ja, ich wollte ihn warnen. Aber leider war nur die Mailbox dran. Mhm. Übrigens, habt ihr Hellmanns Handy schon gefunden? Den Wagen auch noch nicht. Ach. Ich wusste gar nicht, dass die beiden so gut befreundet waren. Wer? Na, der Hellmann und die kleine Tierpflegerin. Ihre Großmutter lag mal bei uns. Ist aber leider verstorben. Keine Angst, es war nicht die Gallenblase. Ah, Sie haben Verstärkung bekommen, Wolf. Schwester Inge? Na, umso besser. Mir ist da nämlich noch was eingefallen. November 82, der Safe im Wettbüro in der Lübecker Straße, das war auch ich. Also ich weiß nur, dass sie auf Station 7 war und der Lungenentzündung war. Mehr weiß ich nicht. Das war. Also, sie weiß nur, dass die Oma von Paula Lukas nach der Operation an einer Lungenentzündung gestorben ist. Aber der behandelnde Arzt war Hellmann. Ach, nee. Wem? Mhm. Gesine? Ja, wie hast du meine Nummer rausgekriegt? Ja, wie ich mich... Was soll denn das? Handyverbot. Aber sie ruft mich doch nie wieder an. Dann tun Sie es halt eben. Es bricht Ihnen auch kein Zacken aus der Krone. Ja, ja. Ich hab doch Ihre Nummer überhaupt nicht. Ja, Gesine, es tut mir leid, das ist, du bist Jenny. Nee, das tut jetzt nicht zur Sache. Ich bin bei Hans. Nee, den geht's nur. Jo, hallo Jenny. Ja, mir geht's gut. Hör mal. Es könnte übrigens sein, dass das Mädel alles andere als befreundet war mit diesem Hellmann. Lange keinen Besuch mehr, außer diesen Viechern. Die sind überall. Tut mir leid. Wohnt hier Frau Lukas? Ach, die Kleine. Ja, ja, da drüben. Außer uns wohnt ja keiner mehr hier. Danke. Schönen Abend noch. Ja. Ich könnte uns einen schönen Tee machen. Hallo. Darf ich reinkommen? Störe ich Sie? Haben Sie Besuch? Nein, schon okay. Die Wohnung von meiner Oma übernommen. Nach ihrem Tod, meine ich.
Ihre Eltern sind ja bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und vor 5 Monaten ist Ihre Großmutter verstorben. Nach einer Operation an der Bauchspeicheldrüse. Zuerst sah es ganz gut aus, aber dann bekam sie plötzlich eine Lungenentzündung. Wieso wissen Sie das alles? Ich bin Polizistin. Und Frank Hellmann hat Ihre Großmutter behandelt. Sie hätten also durchaus Grund gehabt, wütend auf ihn zu sein. Wieso? Er hat doch... Sie glauben doch nicht etwa... Ich glaube gar nichts, Paula. Ich finde es nur erstaunlich, dass Herr Hellmann und Sie sich unter diesen Umständen angefreundet haben. Er war der Einzige, der nett war zu meiner Oma. Der hat alles für sie getan. Alles, was er konnte. Wir mochten uns einfach. Was denn, ist so schwer zu verstehen? Außerdem hat Frank auch seine Eltern früh verloren. Wie Judy. Und wie ich. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich habe das Gefühl, dass Sie mir was verheimlichen. Glaubst du, Männer und Frauen können befreundet sein? Sind wir befreundet? Nein. Na, siehste. Dann sag mir, was Hellmann von Paula wollte. Vielleicht hat er sich Hoffnung gemacht, dass es eines Tages doch noch mal klappt. Wo habt ihr die Kiste eigentlich gefunden? In der Weidenallee. Das ist ja fast 20 Minuten von seiner Wohnung entfernt. Siehst du, das ist genau der Grund, warum ich nicht im Schanzenviertel wohne. Weit und breit kein Parkplatz. Jede Menge Medikamente. Hellmann war Arzt. Oder Dealer. Tivimoxin. Weißt du, was das ist? Noch nicht. Den hat er kurz vor seinem Tod zur Reparatur abgeholt. Wahrscheinlich wollte er den nicht durch die halbe Stadt schleppen. Was will er mit einem Drucker, wenn er keinen Computer hat? Auf seinem Schreibtisch lag doch das Netzteil von einem Notebook. Wo ist das Notebook? Frag mich was Leichteres. Vielleicht in der Klinik. Oder der Mörder hat's mitgelassen. Genau wie sein Handy vielleicht auch. Sterbe nicht so unverschämt auf dem Po. Wir sind ja nicht befreundet. Warst du schon mal in Rio? Na und? Was glaubt ihr, wie viel wir davon am Tag verteilen? War es schon Zufall, dass wir so ein Ding ausgerechnet im Auto des Toten finden? Vielleicht hat er hier eine Nummer geschoben, was weiß ich. Herr Hellmann war schwul. Ist mir doch egal. Ich habe den Kerl jedenfalls nie im Leben vorher gesehen. Sonst noch was? Ich hätte jetzt doch ganz gerne mal ihr Alibi gesprochen. Die bezaubernde Angelique. Wo finden wir die? Bob! Dein Telefon! Keine Ahnung, die hat ihre Klamotten gepackt und ist weg. Dumm gelaufen. Ja. Nein, ich hab dich nicht angerufen. Du hast dich verwehrt. Ja, tschüss. Jetzt hört mal auf, eure Backen hier so aufzublasen. Hm? Ihr habt doch gar nichts gegen mich in der Hand. Ja? Jetzt geh mir nicht auf den Sack, Junge! Hier ist kein Hellmann. Ein für alle Mal. Hellmann? Ganz dumm gelaufen. Mit was für linken Tricks arbeitet ihr eigentlich? Doro, wo kommt dieses Scheiß-Handy her? Lag neben der Kasse. Ist es nicht deins? Warum? Es ist das Handy des Toten. Sie können uns nicht erklären, warum sie es jetzt haben. Keine Ahnung. Das können sie uns in aller Ruhe auf dem Revier auseinanderklemüsern. Ihr seid echt eine Komikertruppe. Ich bin mir sicher, euer Staatsanwalt hat genauso viel Spaß wie ich. Dr. Jansen, der geht zum lachenden Keller.
Also nochmal von vorne, Herr Seitz. Wie dieses Handy in Ihren Besitz kommt. In meinen Besitz? Es lag in meinem Club. Das ist ein verdammter Unterschied. Gesine! Ey, Gesine! Ich bin's, Volker! Gesine! Was war sie? Aha. Ich sag doch, Komikertruppe. Ach, halt's Maul! So was wie diesen Anwalt habe ich noch nicht erlebt. Ja, Seitz streitet nach wie vor alles ab, aber es ist doch eigenartig, dass seine Entlastungszeugin gerade jetzt nirgendwo aufzutreiben ist. Ja, gut, wenn Sie meinen. Ich hatte die Hoffnung, gut, wiederhören, Herr Dr. Jansen. Mein Angebot steht übrigens immer noch. Vielleicht haben Sie ja zum Tanzen mehr Begabung. Hallo, Paula. Ist irgendwas? Ich habe mir das noch mal genau angeschaut. Das Foto meine ich. Ja, und? Zuerst dachte ich ja, er wäre es nicht. Aber jetzt, wo ich ihn in Wirklichkeit gesehen habe, er ist es. Darf ich bitten? Nummer 3. Glauben Sie mir nicht? Doch. Sie wissen, welche Konsequenzen Ihre Aussage hat. Ich bin mir sicher. Mit dem, was ihr zu tun habt? Ihr sollt mich loslassen! Lass mich los! Sau! Lass mich zu büßen! Vor Gericht werden Sie das unter Eid aussagen müssen. Ja und? Gefallen, Volker, und lass den Nummernspeicher von Hellmanns Handy checken. Ich würde gern wissen, mit wem er vor seinem Tod Kontakt gehabt hat. Es geht plötzlich alles ein bisschen zu geschmeidig, was? Du sagst es. Ihr Spezialisten habt euch hier unten stundenlang die Beine in den Bauch gestanden, während ich genau da raus bin, wo ich reinkam. Hier oben durch den Lüftungsschacht. And straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Ja, ja. Da wird's heute gar nicht mehr durchkommen mit deiner Wampe. Deswegen bin ich ja auch anständig geworden. Wenn dir einer ein Hauseinbruch sicher machen kann, dann ist das Tommy Schweiger. Ich kenne alle Tricks. Bei mir gibt's eh nichts zu holen. Stimmt, ich weiß. Was? Kleiner Scherz. Stören wir? Warum sollte Paula Lukas den Zuhälter belasten? Weil sie selber war vielleicht? Paula rächt sich am Arzt ihrer Oma, dass ich nicht lache. Dem Seitz wäre das immerhin zuzutrauen. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel seine...
jetzt seine Entlastungssäulen auf einmal nicht mehr auftaucht? Ja, dann ist der Fall gegessen. Ach, so einfach ist das, ja? Jo. Wenn ich nur wüsste, was dieser Hellmann von Paula wollte. Die waren ein so ungleiches Paar. Ach, hier stecken Sie, Herr Wolfer. Ich habe Sie schon überall gesucht, Ihre Medikamente. Apropos, wissen Sie vielleicht, was das für ein Zeug ist? Tivimoxin, ein Antibiotikum. Herr Wolfer nimmt das auch. Warum? Herr Hellmann hatte eine ganze Kiste davon im Auto. Können Sie sich vielleicht erklären, warum? Ich weiß nur, dass es in seiner Doktorarbeit um das Mittel ging. Ansonsten müssen Sie schon Dr. Rixen fragen. Ich bin ja schließlich nur eine kleine Krankenschwester. Na los, schlucken. Danke. Nein, das Predigt ist nicht mit dir am Telefon. Ich komme jetzt einfach vorbei. Das ist mir egal. Dann verschieb den Termin. Hier geht's genauso um dich. Keine Zeit. Ah, dass Sie höchstpersönlich vorbeikommen, um für unsere kleine Ausflug morgen zuzusagen, hätte ich nicht zu hoffen gewagt. Kommen Sie. Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Ich habe fürchterliche Angst vorm Fliegen. Sie wissen ja, wie meine geschätzten Kollegen von der Psychologie das interpretieren würden. Nein. Angst vor Sex. Interessant. Nicht? Aber diese Erkenntnis nützt mir da oben wenig. Das tut mir leid, dass ich Sie hier auf dem Gang abfertige. Ich bin ziemlich in Eile. Wirklich nichts zu machen? Nichts zu machen. Ah. Keine Ahnung. Vielleicht hat Hellmann das Lager geplündert und einen schmuckhaften Handel damit getrieben. Für seine Doktorarbeit hat er die Menge sicher nicht gebraucht. Wo hat er eigentlich daran geschrieben? Hier? Wir haben keinen Computer bei ihm gefunden. Vielleicht hat er das Ding in den Müll geworfen. Wie bitte? Naja, ich hatte ihm seine Arbeit schon zweimal abgelehnt. Sie können sich vorstellen, dass er darüber nicht gerade erfreut war. Gab es Ärger deswegen? Ja, aber selbst ich schlage keinem Doktoranden den Schädel ein, weil seine Arbeit nicht den wissenschaftlichen Standards entspricht, falls Sie das meinen. Ich habe nichts gesagt. War mir ein Vergnügen, aber jetzt muss ich wirklich. Vielleicht gehen Sie mal mit mir segeln. Oder sind Sie am Ende auch noch wasserscheu? Ja, ich komme schon. Das ist eine Überraschung. Sind wir heute zur Abwechslung mal ein böses Mädchen? Auf jeden Fall ein neugieriges. Wie soll ich das verstehen? Viel zu schade, der Wein für so einen enttäuschend trockenen Anlass. Aber was tut man nicht alles für eine schöne Frau? Tivimoxin. Ja, jetzt habe ich's. Genau. Hersteller Zollabanne Hamburg. Den wissenschaftlichen Kram erspare ich Ihnen, ja. Ja, auf jeden Fall ein neu entwickelter Wirkstoff, der allerdings noch nicht im Handel ist. Aber er wird doch schon im Krankenhaus eingesetzt. Ja, weil er sich im klinischen Test befindet, in der sogenannten Phase 3. Was heißt das? Bevor ein Medikament zugelassen wird, muss es erst einmal jede Menge langwierige Tests bestehen. Am Anfang steht ein groß angelegter Tierversuch. Das ist dann die Phase 1. Genau. Und wenn die Laborratten nicht reihenweise in dem Zeug krepieren, dann wird's auf die Menschheit losgelassen. Und zwar in Phase 2 und 3 im Krankenhaus. In unserem Falle das Universitätsklinikum Nord. Richtig. Wo sich viele bleiche Studenten intensiv mit Wirkungen und Nebenwirkungen beschäftigen, ihre langweiligen Doktorarbeiten darüber schreiben. Und wenn alles gut geht, dann ergibt das Ganze zusammen eine groß angelegte Studie, für die die Herren Professoren dann den Ruhm kassieren und der Hersteller seine Zulassung. Haben Sie eigentlich einen Kerl? Und wenn es nicht zugelassen wird? Ich meine, wenn sich herausstellt, dass das Zeug nichts taugt oder sogar gefährlich ist? Na, dann ist das eine kapitale Katastrophe. Weil der Pharmakonzern unter Umständen Millionen und Abermillionen für die Entwicklung in den Sand gesetzt hat. Also was ist? Haben Sie einen oder nicht? Im Prinzip ja, aber im Moment nein. Dann könnten wir ja im Prinzip auch noch eine Flasche Wein aufmachen, oder? Ich habe übrigens Helmers letzte Handygespräche unter die Lupe genommen. Erstmal nichts Auffälliges dabei. Friseur, Paula Lukas, eine Schwulensauna, die Klinik. Aber?
vier Nummern, die nicht zuzuordnen sind. Noch nicht. Ja, bin dir dabei. Guck mal, da ist ja der Dr. Rixen. Und die halbe Ärzteschaft der Hansestadt. Inklusive Gattinnen. Sag mal, bist du sicher, dass du richtig angezogen bist für dieses Himmelfahrtskommando? Ja, denn du rufst mich ja rechtzeitig an, bevor es losgeht. Mhm. Unter irgendeinem Vorwand. Versprich mir das. Volker? Ja, ich verspreche es dir. In meinem Zustand könnte ich heute nicht mal Aufzug fahren. Rotwein. Frau Kommissarin. Ah, guten Tag. Champagner? Eine Kopfschmerztablette wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Oh, da sind Sie bei uns genau richtig. Ich weiß nicht, was Ihnen Dr. Rixen empfehlen würde. Ich empfehle Parazin aus dem Hause Zollerbanner. Sie können die Packung behalten. Er muss sich so ins Zeug legen. Immerhin wollen Sie ja dieses Jahr noch an die Börse, nicht wahr, Herr Vorstand? Wie wäre es, wenn Sie mir Ihre reizende Begleitung endlich vorstellen? Herr Dr. Mayfeld, Frau Berlin. Freut mich. Zauber. Ich freue mich sehr, dass Sie es sich doch noch anders überlegt haben. Kommen Sie, wir besorgen Ihnen ein Glas Wasser. Los. Bis gleich. Glückwunsch. Sie haben Herrn Seitz ja schnell überwirken können. Sieht so aus. Unfassbar. Und das nur, weil Hellmann in dieser Nacht Dienst hat. Kommen Sie, ich zeige Ihnen unser Flugzeug. Kommen Sie. Was genau ist da eigentlich passiert mit Salz, Bruder? Der Patient klagte über leichte Atembeschwerden. Hellmann hat sie als Symptome einer Erkältung diagnostiziert. Was sich dann als Irrtum herausgestellt hat. Ja, aber so eine Fehleinschätzung kann jedem von uns einmal passieren. Ach. Zumal einem unerfahrenen Arzt wie Hellmann. Und Stunden später ist dann eine schwere Lungenembolie aufgetreten, an der Max Salz gestorben ist. Ja, aber ich möchte noch einmal betonen, dass Hellmann nicht fahrlässig gehandelt hat. So etwas ist Krankenhausalltag, leider. Und so bestand auch überhaupt kein Grund für mich, die Sache an der großen Glocke zu hängen und den jungen Kollegen unnötig in Schwierigkeiten zu bringen. Verstehe. Es geht jetzt los. Kommen Sie. Es wird schon schief gehen. Sagen Sie, hat Salz zufällig auch dieses neue Antibiotikum bekommen, dieses Tivimoxin, das bei Ihnen im klinischen Test ist? Das weiß ich nicht. Da müsste ich nachschauen. Wieso? Ich bin Laie. Aber könnte es nicht sein, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt? Ach, jetzt lassen Sie die Kirche mal im Dorf. So sagt man das, oder? Das Präparat hat sich in Hunderten von Fällen überdurchschnittlich bewährt. Hellmann hat einen Fehler gemacht. Nicht mehr und nicht weniger. Keiner ist unfehlbar. Nicht einmal ich. Sie sind wohl immer im Dienst, was? Was sagen Sie dazu? Bremen? Gesine? Nein, nein, du stellst überhaupt nicht. Keine Sorge, Frau Kommissarin. Die Kiste ist über 60 Jahre alt, aber sie fliegt. Glauben Sie mir. Doch, doch. Um ehrlich zu sein, es geht wieder nicht. Es geht, nein. Es wird praktisch ein Jungfernflug. Ich mach das nicht mit Absicht, gesehen. Bitte, ich hab doch noch nicht mal deine richtige Telefonnummer. Gesine, nein, es tut mir leid. Die Fallschirme befinden sich unter dem Sitz. Ja? Wie? Die ganze Familie? Das ist ja furchtbar. Ich bin schon auf dem Weg. Anhalten, anhalten, bitte! Familiendrama in Wandsbek. Alle tot. Alle tot. Entschuldigung. Kann ich da raus? Ein einfacher Doppelmord hätte es auch getan, oder?
An deinem Timing musst du echt noch arbeiten. Ja, ich weiß. Salz mit TZ, sagten Sie. Ja, habe ich Ihnen doch am Telefon gesagt. Tut mir leid, ich habe keine Akte von einem Mark Salz gefunden. Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Findest du es nicht eigenartig, dass kaum, dass ich danach gefragt habe, Salz Krankenakte spurlos verschwunden ist? Also jetzt hör mal auf. Ich bin mir sicher, dass hier sehr verantwortungsvoll mit den Patienten umgegangen wird. Das wäre ich an deiner Stelle auch. Ach, selbst wenn mit diesem Test von diesem TV... TV-Moxin. Ja, irgendwas nicht in Ordnung ist, was hat das mit unserem Mord zu tun? Wir haben einen Täter, wir haben ein Motiv und wir haben sogar eine Zeugin dafür. Ich weiß. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich eingesehen habe, dass die banalsten Erklärungen leider meistens auch die richtigen sind. Vielleicht kapiere ich das in 25 Dienstjahren ja auch. Aber deine Schwester Inge, die bringe ich noch mal um. Die hat mich zum Telefonieren bis auf den Parkplatz geschickt. Was gab's denn so Dringendes? Die 4 Telefonnummern von Hellmanns Handy, die nicht nachzuweisen waren. Allesamt Angehörige von Patienten, die hier auf der Station oder kurz nach der Behandlung zu Hause verstorben sind, innerhalb der letzten 6 Monate. Und was wollte Hellmann von denen? Angeblich brauchte er für seine Doktorarbeit Informationen zur Krankengeschichte. Aber jetzt haltet euch fest. Bei 3 von 4 Fällen traten Komplikationen wegen Embolie auf. Wie beim Bruder von Bob Salz. Und der Oma von Paula Lukas. Und ich könnte wetten, dass die alle auch dieses Zeug geschluckt haben. Ja, aber wie willst du das nachweisen? Über die Krankenakte. Tja, die es nicht gibt. Aber selbst wenn, die werden hier nicht rausrücken. Müssen wir die Staatsanwaltschaft einschalten. Ach, du weißt, das dauert. Wenn die überhaupt... Staatsanwaltschaft? Mensch, Kinder, macht euch doch nicht lächerlich. Dass ihr euch da zusammenreimt. Moin, moin. Ja, dann schlaf mal drüber. Immer schön deine Medikamente. Und gute Besserung. Mann, Mann, hat der eine Klaue. Ist was? Vielleicht hat Hans ja recht und alles ist eine banale Rachegeschichte. Hörst du mir mal zu? Was ist das? Du und dein Blind Date. Es geht mir langsam auf den Keks. Ist ja schon gut! Die Frau, die hier gerade reingekommen ist. Frau? Nix Frau? Hier ist doch gerade eine Frau reingelaufen. Hier nix Frau. Sie gehen. Ich hab gesehen, wie hier eine Frau reingerannt ist. Wir wissen, gibt's hier einen Hinterausgang? Gewerbeaufsicht dann? Keine Sorge. Die ist richtig gut. Schmeckt's? Sie hat sich hier schon seit ein paar Tagen versteckt, weil er sie mal wieder zusammengeschlagen hat. Erst hat sie ja gedacht, ich gehöre zu seinen Leuten, deswegen ist er abgehauen. Ich will zurück nach Vietnam. Ich hasse ihn. Und trotzdem sagt sie aus, dass sie am Dienstagabend mit Salz zusammen gewesen ist. War ja wohl klar. Warum? Ich habe keine Angst. Salz ist im Gefängnis. Ich lüge nicht. Naja, dann kann Paula Lukas
Seitz schlecht im Flur von Hellmann getroffen haben. Und wie kam man sein Handy ins Zoll aus? Weil Hellmann kurz vor seinem Tod noch mal im Club war, um mit Seitz zu sprechen, sagt sie. Bob war nicht da. Der Mann hat das Telefon vergessen. An der Bar. Ich glaube ja. Paula. Nein. Ja. Das muss ein Junkie gewesen sein. Gibt ja genügend in der Gegend. Hier, guck. Die goldene Uhr von deiner Oma ist noch da. Der hat nur Geld für Stoff gesucht. Ich hab Angst. Frau Berlin, was machen Sie denn hier? Ich würde gerne unter vier Augen mit dir sprechen. Den Typ aber bei Frank gesehen. Es ist mir doch egal, was die andere Frau sagt. Mir aber nicht. Und dem Richter auch nicht. Willst du nicht einfach ehrlich sein, Paula? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Was für ein Verhältnis hast du zu Frau Dr. Vogel? Wir kümmern uns um die Gibbons. Und sie kümmert sich um dich. Gibt ja sonst jemanden. Wovor hast du Angst? Warum könnt ihr mich denn nicht endlich in Ruhe lassen? Ich hab alles gesagt, mir reicht's. Ich will nicht mehr. Wer ist ihr? Wer soll aufhören? Sie. Und ihre Kollegen. Willst du heute Nacht im Hotel schlafen? Ich komm schon klar. Gut. Haben Sie keine eigene Wohnung? Gefallen und löse mich in zwei Stunden hier ab. Frag nicht, tu's einfach. Danke. Dass ich sowas noch mal erleben darf, Herr Kommissar. Taschenlampe. Sie haben überhaupt keine Nerven für den Job. Das ist ein SKW 229. Das ist ein SKW 229. Sehr stabiler Zylinder. Empfehle ich meiner Kundschaft auch immer. Ist nicht zu knacken. Was? Für die meisten. Et voilà.
bleiben draußen und stehen Schmiere, okay? Dass ich das noch erleben darf. Dass ich das noch erleben darf. Das. Nee, das ist ja. Zybinski. Geht's vielleicht ein bisschen schneller? Schmiere stehen. Hey, was haben Sie denn da zu suchen? Hey, Kamerad. Wo wollen Sie denn hin? Aufwachen! Wie? Was? Wo bin ich? Ja, jedenfalls nicht auf Ihrer Station. Sie machen Sachen. Moment. Ah! Schlamperei. Ein echter Schlafwandler. Dass ich sowas noch erleben darf. Meine Nerven. Na, dann besser keinen Kaffee. Mal was? Hans, kannst du nicht schlafen? Was? Wo bist du? Das glaubt uns niemand. Was machst denn du für Sachen? Jetzt frag doch nicht so blöd. Kommst du mit der Hand dahin? Geht es okay? Warte ich lang? Ja, so ein Stück näher. Warte mal. Gott, das reicht doch nicht. Ja, komm, mir ein Stück entgegen, ja. Warte mal, ich komm noch ein Stückchen näher. Ja, gleich. Ja, jetzt hatte ich dich. Schaffen wir schon. Komm, ja. Hast du mich? Ja. Ja, gleich. Ja, jetzt hatte ich dich. Komm, ja. Streck dich. Na los. Jo. Wolfer? Ei. Mann, das kann man vergessen. Hab ich dir doch gleich gesagt. Hast du eine bessere Idee? Ja, aber du fragst mich ja nie. Darf ich mal erfahren, was das hier werden soll? Ja, das ist eine gute Frage. Ich empfinde es als unter meiner Würde, auf dieses pubertäre Verhalten weiter einzugehen. Ob unser Archiv nun offen stand oder nicht, das interessiert nicht weiter. Aber Ihre abenteuerlichen Verdächtigungen, was die wissenschaftliche Arbeit in dieser Klinik angeht, die finde ich wirklich unerhört. Wir würden bewusst Testergebnisse manipulieren und Patientenunterlagen zurückhalten. Ist ein sehr, sehr schwerwiegender Vorwurf, die jegliche Grundlage entbehrt. Und wie kommt es, dass die Akten, die ich heute Nacht einsehen wollte, nicht an Ihrem Platz waren? Weil ich sie entfernt habe, natürlich. Nachdem Ihre übereifrige... Und wie ich hinzufügen möchte,
reichlich fluguntaugliche... Kollegin Dr. Rixen zum ersten Mal mit ihren abenteuerlichen Theorien in Zusammenhang mit dem Patienten Seitz konfrontiert hat, haben wir uns nämlich die Mühe gemacht, diesen und alle anderen in Frage kommenden Todesfälle auf unserer Station noch einmal gründlich unter die Lupe zu nehmen. Und wie es zu erwarten war, gibt es dabei auch nicht der geringste Zusammenhang mit der klinischen Erprobung von Tivimoxin und der aufgetretenen Komplikation. Sie können die Krankenakten selbstverständlich mitnehmen und mich entschuldigen Sie jetzt sicher, es ist Essenszeit. Ja, aber sollen wir jetzt die Einbrecher einfach so davon kommen lassen, Herr Professor? Nein, natürlich nicht, Herr Kollege. Der Nachtisch für Herrn Wolfer ist gestrichen. Er wird halt sowieso entlassen. Umso besser, umso besser. Und zwar unehrenhaft. Herr Professor, schon wieder. Jetzt kriegen Sie sich wieder ein, Frau Schneider, und entsorgen Sie das hier, bitte. Boah, ist das eklig. Aber wer macht denn sowas? Was weiß ich, meine Ex-Frau, irgendein eingeschnappter Kollege oder sonst ein Fehlgeleiteter. Laufen ja genug von der Sorte hier herum. Gerade in letzter Zeit. Kommen Sie, Rixen, es gibt Drehmedaillons. Oh ja. Und an mir bleibt das alles wieder hängen. Lassen Sie, wir kümmern uns drum. Dankeschön. Stimmt. Zwei dieser Patienten sind nach ihrer Operation in der Klinik an Embolien gestorben. Und einer nach seiner Entlassung zu Hause. Aber dass Sie mit Tivimoxin behandelt worden sind, muss ich Sie enttäuschen, Jenny. Ist hier nirgendwo vermerkt. Das wundert mich nicht. Ansonsten hätte ich die Akten ja wohl kaum bekommen. Wenn Sie recht haben mit Ihrer Vermutung. Ich meine, so eine Akte kann man natürlich nachträglich leicht frisieren. Wenn man an der richtigen Stelle sitzt und wenn man viel zu verlieren hat. Wie meinen Sie das? Na, toller Banner, eine Millioneninvestition. Professor Schömer und seine Forschungsaufträge. Ihr Herr Dr., wie heißt er? Rixen? Rixen. Seine Habilitation und der kleine Assistenzarzt seinen Doktortitel. Und eine Krähe hat der anderen kein Auge aus. Vorausgesetzt, sie tanzt nicht aus der Reihe. So wie Hellmann. Und das haben Sie gesagt. Und was haben Sie da noch Schönes mitgebracht? Eine tote Ratte. Och, das wäre doch nie nötig gewesen. Gesine. Ach, na, ich hätte das nicht gedacht, dass du mich noch mal anrufst. Ja, na klar habe ich Lust. Jetzt. Aber ja, einen Kaffee könnte ich jetzt gebrauchen, aber Gesine, ich komme doch hier nicht weg. Ich bin im Dienst. Warte, gib mir doch auf jeden Fall noch mal deine Nummer, ja? Warte. Okay. Ja? Aha. Ja, ja. Gut. Ja, bis heute Abend. Ich freue mich. Das war sie. Mhm. Und was machen unsere Damen? Und die Vogel hat sie zu Hause abgeholt und dann sind sie direkt her. Seltsame Art, um sich auszusprechen. Wir sind kurz vom Ziel. Hinterher. Warte mal, warte mal. Ist das nicht Schönborn? Ja, und dieser Pharma-Manager, Dr. Mayfeld. Was machen die denn hier? Mayfeld sitzt im Vorstand von Zollabana. Was will denn der von der Tierärztin? Das würde mich auch brennend interessieren. Vielleicht sieht das nicht aus. Nee, eher nach einer Übergabe. Sie wollen schon gehen? Wir würden uns gerne noch kurz mit Ihnen unterhalten. Was wollen Sie? Spionieren Sie mir nach? Was haben Sie gerade eben mit Dr. Mayfeld besprochen? Das Unternehmen von Dr. Mayfeld ist interessiert, als Hauptsponsor in das Gibbon-Projekt einzusteigen.
Wir sind sehr glücklich darüber. So können wir dieser aussterbenden Spezies noch besser helfen. Das ist ja erfreulich. Ja, das ist ein Riesenfortschritt für uns. Und in dem Umschlag, den Sie ihm mitgegeben haben, war natürlich Informationsmaterial. Ja. Äußerst großzügig, Herr Dr. Mayfeld. Scheint ein Herz für Tiere zu haben. Was hat eigentlich Herr Professor Schönborn damit zu tun? Professor Schönborn? Tut mir leid, den kenne ich nicht. Muss jetzt aber wirklich. Sag mal, die lügt doch wie gedruckt. Scheint jemand mächtig Druck auszuüben. Im Dienst, ja? Interessant. Aber mit der kannst du Kaffee trinken. Weißt du was? Verarsch dich doch selber. Sine, kannst du mal einen ganz kleinen Moment stehen bleiben? Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich den letzten Tagen auf mein Büro gefreut habe. Na dann. Willkommen in der Freiheit. Ja, Prost, nehmt euch, ihr Lieben, nehmt euch. Prost, was machst du denn für ein Gesicht? Ist was? Ich spreche ihn lieber nicht drauf an. Ganz sensibler Punkt. Okay, okay. Ihr glaubt also... ihr glaubt also, das geht um Erpressung. Unsere Tierärztin setzt diesen Pharma-Manager jedenfalls gehörig unter Druck. Nicht nur Mayfeld. Der Herr Professor war auch mit von der Partie. Das würde ja bedeuten, Mayfeld, Schönborn und dieser... Rixen? Dass die alle in den Mord verwickelt waren. Zumindest haben sie alle mit der Erprobung dieses neuen Antibiotikums zu tun. Herr Wolfer? Oh, kommen Sie. Nee, danke. Hier draußen ist jemand für Sie. Es geht anscheinend um irgendein Sicherheitskonzept. Ein Herr Schweiger. Oh Gott, ich bin nicht da. Hey, Paula! Hast Besuch für dich. Oh nein. Ah. Hallo, Paula. Wir müssen noch mal mit dir sprechen. Das ist mein Kollege, Herr Wolfer. Er lag auf derselben Station wie deine Oma. Tut mir leid, dass ich sie nicht mehr kennengelernt habe. Ich verstehe, dass dir dein Gibbon-Projekt sehr am Herzen liegt, Paula. Aber der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Vor allen Dingen nicht, wenn man einen Mörder deckt. Wieso deck ich einen Mörder? Wenn du jemand Falschen belastest, tust du genau das. Das ist kein Spiel, Paula. Kapier das endlich. Wussten Sie eigentlich irgendetwas über die Doktorarbeit von Ihrem Freund Hellmann? Nein. Und er hat nie mit dir über seine Klinik gesprochen? Ich bin Tierpflegerin. Warum soll er mit mir über sowas reden? Ich verstehe es nicht, Paula. Ich verstehe es einfach nicht. Dann erklär mir mal, warum er nicht irgendwann mal mit dir über die Klinik oder über seine Doktorarbeit gesprochen hat. Über irgendetwas müsst ihr doch gesprochen haben, wenn ihr euch dauernd getroffen habt. Wir haben uns nicht dauernd getroffen. Außerdem, was geht Sie denn das an? Sie sind nicht meine Oma. Selbst wenn Sie es wären, dann würde es sich nichts angehen. Frank und ich wissen schon, was wir voneinander haben. Hatten. Tut mir leid. Wolfer! Hey! Was hat er denn? Ich denke, der ist bei Frau Dr. Vogel. Komm. Ist da etwas passiert? Sag mal. Komm schnell! Ich wette, dass da jemand nachgeholfen hat. Wo ist Paula? Paula, geh da nicht hin. Weißt du? Bleib hier. Ist sie tot? Ich weiß es nicht. Kommt sie durch, Hans? Das kann er nicht sagen. Schwere Schädelverletzung. Jenny! Mutter auch immer.
Was? Nein, sie stören überhaupt nicht, Frau Dr. Dunkel. Ich meine Helga natürlich. Ja, nein, natürlich interessiert mich das. Und da besteht kein Zweifel? Alles klar, vielen Dank. Nein, ich habe heute Abend schon was vor. Tut mir leid. Tschüss. Die Ratte, die Schönborn mit der Post bekommen hat, ist an einer Lungenembolie gestorben. Wo ist die Kleine? Weg. Weg! Paula? Da war eine Ratte. Ach, ich hör mal auf mit den Ratten. Da waren sogar zwei. Ich hab nichts gesehen. Dann schau hin. Haben Sie es gefunden? Sie kommen von da unten. Hier geht's runter, wenn die Flieger kommen. Die kommen ja Gott sei Dank nicht mehr so häufig. Labor. Ja, wenn ich es dir sage. Ein unterirdisches Labor, komplett eingerichtet. Jede Menge Unterlagen hier. Am besten stecke ich den Laden hier an. Guten Abend, Herr Mayfeld. Was suchen Sie denn hier? Tivimoxin. Das war also das Reich von Frank und Paula. Das hat sie verbunden. Frank Hellmann hat hier geforscht und Paula hat sich um die Tierchen gekümmert. Sieht so aus, als hätte ihnen jemand Konkurrenz gemacht. Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Gut, Herr Mayfeld. Dann sind Sie vorläufig festgenommen. Brauchen die nicht mal Wasser? Ja, aber Frauchen hat sich ja leider aus dem Staub gemacht. Hellmann war ein sehr akribisch arbeitender Mensch. Er hat hier tatsächlich das Medikament noch einmal im Tierversuch getestet. Mhm. Er hat bei seiner Arbeit in der Klinik festgestellt, dass mit diesem Tivimoxin irgendwas nicht stimmt. Diese ungewöhnlichen Embolien. Und die Vorgesetzten, inklusive seinem Doktorvater Rixen, haben alles abgeschmettert. Und wenn seine Ergebnisse hier stimmen, dann wäre das Medikament niemals für den klinischen Test am Patienten zugelassen worden. Niemals. Und ich habe das Zeug geschluckt. Da hätte ich doch genauso gut krepieren können wie die anderen. Ja, aber du bist ja ein zäher Hund. Das stimmt. Und das werden sie noch zu spüren bekommen, abführen. Wir suchen das Zimmer von Frau Vogel. Ja, ich weiß nicht, ob... Doch, Sie dürfen. 404, aber... Schon gut. Deinem Charme kann echt keiner widerstehen. Paula. Wo ist Frau Dr. Vogel? Sie haben sie wieder auf die Intensivstation gebracht. Sie darf nicht sterben. Sie nicht auch noch, bitte. Also nochmal. Als deine Oma gestorben ist, hat Hellmann, ich meine Frank, dir gesagt, dass er glaubt, dass ihr Tod etwas mit diesem Medikament zu tun hat. Daraufhin hast du ihn das Labor im Keller deiner Oma einrichten lassen und ihm angeboten, dich um seine Ratten zu kümmern. Ja? Ja. Und als er tot war, hast du das alles Frau Dr. Vogel erzählt. Und die hat gesagt, dass du niemandem von diesen Tierversuchen erzählen sollst. Stimmt das?
getan. Sie hat gesagt, auf die Weise werden die endlich mal gezwungen, was Gutes zu tun. Die Klinik? Ja, weil unser Projekt hätte geholfen, dass man die Gibbons nicht mehr so einfach abknallen kann. Und dass sie ihren Lebensraum zurückbekommen. Jedes Jahr sterben nämlich Tausende von Gibbons, weil der Regenwald illegal abgeholzt wird. Und um an die Babys ranzukommen, die sie dann im Ausland verkaufen, töten sie die Affenmütter, nehmen ihnen die Kinder weg und keiner interessiert sich dafür. Damit hätten wir Schluss machen können. Wenn sie gezahlt hätten, aber das werden sie ja jetzt nicht mehr machen. Gut. Und trotzdem hat Frau Dr. Vogel die Klinik und Zollabanner mit den Daten von Hellmann erpresst. Erpresst? Ja, erpresst. Damit hätten die was in Ordnung bringen können. Ohne die würde meine Oma bestimmt noch leben. Frank wahrscheinlich auch. Ja, das ist traurig und mindestens ebenso ungerecht wie das Töten von Gibbons. Aber das, was Frau Vogel gemacht hat, ist nicht erlaubt. Es ist sogar strafbar. Dieser Mann, der dir auf der Treppe begegnet ist, das ist nicht irgendein Typ, den man identifiziert oder nicht. Paula, das ist ein Mensch, der durch deine Aussage zum Mörder gemacht wird. Also nochmal. Ist dieser Zuhälter Bob Seitz der Mann, den du auf der Treppe getroffen hast, als du zu Frank Hellmann wolltest? Nein. Das heißt, ich weiß es nicht. Er könnte es gewesen sein. Frau Vogel wollte, dass ich das sage. Paula, wir haben da jemanden festgenommen, den wir dir gerne zeigen würden. Aber vorher schauen wir mal, wo du dich heute Nacht richtig ausschlafen kannst. Okay? Ich hole nur noch meine Jacke. Keine Sorge, die haut nicht ab. Diesmal nicht. Wo ist denn die Patientin hin? Warum starren Sie mich so an? Auf der Intensivstation. Und wer sind Sie? Kennen wir uns von irgendwoher? Nein. Ich bin nur eine Freundin von Frau Dr. Vogel. Ich glaube auch, Sie sind eine Freundin von Herrn Hellmann. Nein, wie kommen Sie? Immer am falschen Ort zu falschen Zeit, dummes Mädchen. Die haut nicht ab. Dein Wort in Gottes Ohr. Dass deine so geliebte Chefin gestorben ist. Aber sie ist doch noch nicht gestorben. Noch nicht, aber bald.
Deswegen hast du dich vom Dach gestürzt. Sehr tragisch. Das ist Rixen. Bleiben Sie stehen! Kommen Sie da runter! Lassen Sie das Mädchen los! Ah, Frau Kommissarin, Sie, hier oben. Ich dachte, Sie haben Höhenangst. Da war der Mann auf der Treppe! Er war's! Paula, bleib ruhig! Kommen Sie da runter! Wieso? Bleiben Sie stehen! Wissen Sie, was ich besonders hasse? Sagen Sie es mir. Idealisten. Naive Idealisten, die die Welt verbessern wollen. So wie Herr Hellmann? Ja, genau. Der war so ein Narr. So ein Don Quixote, der gegen Windmühlen gekämpft hat. Und das konnten Sie nicht zulassen, was? Dass so ein Querulant wie er... So eine Katastrophe anrichtet. Ich wollte ihn zur Vernunft bringen, aber vergebens. Solche Typen sind völlig verbohrt. Oder so superklug wie meine kleine Tierfreundin hier. Wissen Sie, was ich glaube? Nein. Sie sind auch so eine Unverbesserliche, nicht wahr? Da haben Sie verdammt recht. Seien Sie vernünftig, Rixen. Geben Sie auf. Das hat doch keinen Sinn mehr. Wie viel Recht Sie haben. Tatsächlich. Das hat keinen Sinn mehr. Bleiben Sie, wo Sie sind! Sie kriegen ja, was Sie wollen. Schießen Sie. Schießen Sie. Doppelgenäht hält besser. Oder länger, so sagt man das, oder? Wissen Sie eigentlich, was ich besonders hasse? Beeilen Sie sich. Menschen wie Sie, die sich feige der Verantwortung entziehen. Sehr freuen. Es ist natürlich nicht so viel wie Zoller Banner, sagen wir mal, gespendet hätte. Die können den Laden sowieso bald dicht machen nach dem Skandal. Wir werden das Projekt auch so hinkriegen. Stimmt's, Judy? Tschüss. Danke. Ich meine nicht nur für das Geld. Sag mal, für wen sind eigentlich die Blumen? Naja, ich bin jetzt hier verabredet. Mit Gesine? Oh, sind das alles Ihre? Sieht mir eher nach Kindergärtnerin aus. Na dann, viel Spaß.